Das unvergessliche Ende eines Filmes nimmt seinen Lauf. Aber es wird kein Happy End werden. Dieser Film ist einer der deutschesten Filme, obwohl er in Hollywood gedreht wurde. Das war im Oktober 1918. An einem Tag, der so ruhig und still war an der ganzen Front, dass der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte: Im Westen nichts Neues. Verrat am Soldaten des Weltkrieges für Erziehung des Volkes im Geiste der Wehrhaftigkeit. Ich übergebe dem Feuer den Tüften des Erich Maria Remarque. Erich Maria Remarque. Ihm und seinem Antikriegsroman gilt der Hass der kriegsschürenden Nationalsozialisten. Mit seinem Buch beginnt eine Geschichte von Kämpfen, die auch mit der Verfilmung nicht aufhören wird. Der Titel prägt sich sofort ein. Die Zeit ist reif für ein Buch, das 11 Jahre später von den Schrecken des Ersten Weltkriegs erzählt. Der Roman wird einer der größten Literaturerfolge überhaupt. An seinem Stoff haben bis heute 11 Millionen Leser in 45 Sprachen Anteil genommen. Doch von Anfang an wird Buch und Autor für die nationale Rechte zum politischen Ärgernis. Wir hatten alle Redakteure, hatten den Vermerk im Anstellungsvertrag, dass schriftstellerische Arbeiten zunächst im Verlag vorgelegt werden müssen. Das tat auch Remarque. Und die Lektoren prüften ihn. Und der Vorsitzende der Romanabteilung, Herr Amelung, ein sehr liberaler Mann, durchaus allen nationalsozialistischen Tendenzen abrollt. Die kamen einstimmig zu dem Beschluss, dass dieser Roman für den Scherl-Verlag untragbar war. Und zwar wegen seiner durchaus ja ziemlich klaren pazifistischen Tendenz, die eben zum Scherl-Verlag nicht passte. Remarque gilt bei seinen Gegnern als Verfasser eines üblen Machwerks. Seine Feinde, die Faschisten, werden später Remarques jüngste Schwester Elfriede hinrichten, weil sie nicht an den Endsieg glaubt. Gerade 18 geworden, wird Remarque von der Schulbank weg eingezogen. Der Buchbindersohn aus Osnabrück ist 1915 kein Kriegsfreiwilliger. Hinter der Front verwundet, trägt er nach dem Krieg eine Fantasieuniform, die den Antimilitaristen darunter nicht vermuten lässt. Er unterrichtet kurz als Lehrer, nimmt dann Gelegenheitsarbeit an und beginnt zu schreiben. Als Werbetexter, für ein erotisches Herrenmagazin, als Sportredakteur, bis er sich zum ernsthaften Schreiber wandelt. Über die Erstehungsgeschichte des Buches weiß ich nicht viel, aber ich kann mich daran erinnern, dass Remarque mir erzählt hat, dass an dem Tag, als er aus dem Krieg zurückkam, seine Mutter starb, die er sehr geliebt hat, so dass die Stimmung und die Grundinhalt des Buches eigentlich aus diesem Konglomerat Krieg, Tod des Mutters entstanden ist. Remarque plagen Kriegserinnerungen. Bilder, die er sieht, geben kleine Geschichten her. Hinzu kommen Erlebnisse, die ihm Kameraden erzählen. Daraus komponiert Remarque einen Roman, der sich auch verfilmen lässt. Das Antikriegsbuch wird für Hollywood interessant, obwohl darin von Leid, Schmerz und dem Grauen des Krieges geschrieben steht. Es gab in Berlin ein literarischer Agent, also ein Ferenc im Westentaschenformat, nicht Otto Clement, der hauptsächlich mit amerikanischen Verlagen zusammengearbeitet hat, und dem ist es gelungen,
im Westen nichts Neues, dem Produzenten Karl Lemmle das Buch zu verkaufen. Der Clement hat mir noch erwähnt, dass sein Glück war, dass der Lemmle Deutsch sprach. Er ist doch ein Schwabe gewesen, der nach Amerika ausgewandert ist. Und er hat das Buch gelesen und war so begeistert davon, dass er die Rechte gekauft hat. Der Hollywood-Produzent Karl Lemmle, den Sie Napoleon des Films nennen, verhandelt mit Otto Clement, dem Bevollmächtigten von Remarque. Man ist sich schnell über den Kauf der Filmvorlage einig. Lemmle hat jährlich Talente aus seiner Heimat eingekauft. Aber diesmal hat ihn eine große deutsche Kinokette gewarnt. Sie wolle mit dem Film nichts zu tun haben. 1929 weiß der jüdische Traumfabrikant noch nicht, dass er seine ehemalige Heimat nie mehr sehen wird. Der Präsident der Traumfabrik Universal tut bei seinem Remarque-Kauf so, als ob er der Konkurrenz um 5 Minuten zuvorgekommen sei. Die Kaufsumme erfährt man nicht. Nur, dass Lemmle den Deutschen als Hauptdarsteller will. Doch der Schriftsteller Remarque scheut vor der Rolle des Soldaten Paul Bäumer zurück. Diesen Part übernimmt Lou Ayres. Noch nicht einmal volljährig hat er als Anfänger in dem Film The Kiss der göttlichen Garbo einen Kuss geben müssen. Lou Ayres wird der Hauptdarsteller, nachdem allein für diese Rolle 200 Schauspieler in Uniform getestet wurden. Als sie mich das erste Mal zurückriefen, hatte ich das starke Gefühl, dass ich die Rolle bekomme. Ich weiß nicht warum. Ich hatte sehr wenig Erfahrung. Ich glaube nicht, dass Schauspielererfahrung für sie wichtig war. Ich bin froh darüber, denn ich hatte keine. Für sie war es eher wichtig, den Typ zu finden, der ausdrückte, was sie wollten. So bekam ich die Rolle. No, no! I'm not going! I'm staying here! No, I'm not going to the dining room. But we're going to the bandaging ball. Why are you taking my clothes? You're lying to me. But I'll come back. I won't die. I'll come back. I won't die. I'll come back. I won't die. I'm not going to. I'll come back. We were all very young and being soldiers and they trained us. Wir waren damals sehr jung und sie haben uns wie Soldaten behandelt, so wie beim Militär, als ob man eine Grundausbildung durchmacht. Für die bekannten Szenen mussten wir durch den Dreck robben, lauter solche Sachen. Wir waren oft erschöpft. Ich weiß gar nicht, wie oft wir die Nacht durchgearbeitet haben. In den Studios von Universal City beginnen am 11.11.1929, genau 11 Jahre nach dem Waffenstillstand, die Dreharbeiten. Der eigentliche Held des Films ist eine Gruppe, Schüler, die an der Front eben keinen Heldentod finden. Louis Milestone, ein gebürtiger Russe, hat als Regisseur die Gruppe mit Sorgfalt zusammengestellt. Er selbst sichtete Kilometer von Wochenschauen im Ersten Weltkrieg als Filmkötter. Milestone wird von dem Dialogregisseur George Cukor unterstützt. Der kommt von den Broadway-Bühnen her und achtet auf die Aussprache der Schauspieler. Unbarmherzig bekämpft er jede Dialektfärbung, auch die des Hauptdarstellers. Für die Aufnahmen im Freien werden Darsteller, Team und 150 Statisten in Bussen auf ein entferntes Schlachtengelände gefahren, damit man die bekannten Hollywood-Berge im Film nicht sieht. Die Gruppe junger Leute kam sich näher, befreundete sich und schließlich wurde einer mein Freund, Billy Bakewell. Als sie das Schlachtfeld festlegten, war das 5 Meilen weg vom Hotel, wo die Darsteller wohnten. Wir bekamen die Räume alphabetisch zugeordnet. Und so wurden Lou und ich Stubenkameraden. Der Anfang einer Freundschaft, die bis heute dauerte. Ich trinke ihr trotzdem zu. Ein Toast den Frauen. Der ganzen Welt. Erinnerst du dich, Bill, dass wir da einen Stab von Leuten aus der deutschen Wehrmacht hatten? Da war Otto Bieber, technischer Berater. Sie übten mit uns die ganze Zeit. Wir lernten Stechschritt. Sehr nette Leute, sehr gründlich und genau, sie machten ihre Sache gut. Ich glaube, dass da der Film seine Authentizität hier hat.
Milestone, der selber ein Jahr in Deutschland studierte, will, dass alles wie echt aussieht. Hans von Morhardt, noch ein deutscher Berater, hilft dabei und schaut, dass die Drillszenen stimmen. Einige dieser Szenen werden nie im Film zu sehen sein. Diese Drillszene wird dem deutschen Publikum vorenthalten werden, um traditionelle Militaristen nicht zu ergrimmen. Sie hatten diesen gigantischen Kran, orange angestrichen, riesengroß, mit einem Platz für die Kamera. Das war für den Film konstruiert. Milestone hat den Wert des Krans für die Darstellung der Schlachtenszenen erkannt. Die Schützengräben waren bei der Irvine Ranch. Das war ein richtig schönes Schlachtfeld. Dort gab es eine Art Rollbahn entlang der Schützengräben, worauf der Kran entlang fuhr und in die Gräben eintauchen konnte, um Großaufnahmen zu machen. Und er konnte sich mit uns ins Schlachtfeld hineinbewegen und mit seinem Teleobjektiv den Lauf der Ereignisse verfolgen, mit all den Explosionen. In der Tat, wenn ich mich nicht irre, war dieser Kran der Vorläufer der heutigen Kräne. Ich denke, er war einer der ersten, aber sicher der größte. Er war wie ein Dinosaurier. Richtig, wie ein vorsintflutliches Wesen. Der Kamerakran dient gleichzeitig als Galgen, von dem aus mit dem Mikrofon der Ton für die Sprachaufnahmen gefischt wird. Nur das Gesprochene wird gleich aufgenommen. Die Geräusche und Musiken werden später dazu gemischt. Mit diesem Kunstgriff wird der Film zu einem ersten Meisterwerk des damals noch neuen Tonfilms. Ich glaube, dass sie sich später daran machten, deutsche Stimmen lippensynchron anzugleichen. Ich hatte da eine Szene, wo ich aus der Narkose komme, wo mein Bein amputiert wurde. Und ich sage, ich habe bloß so verfluchte Schmerzen im Fuß. Haben Sie mir mein Bein abgenommen? Sag mir die Wahrheit. Ich bring mich um! I won't be a cripple. Oh, no. I won't live, I tell you! Be calm. I'll kill myself the first chance I get! Albert! I won't live! Lemles Sohn Julius ist nach 17 Wochen Drehzeit mit dem belichteten Material zufrieden. Dem Sohn hatten die Hollywood-Leute das Ende prophezeit, als der Vater ihn die Produktionsleitung anvertraute. Wie kann man in einen Kriegsfilm ohne weibliche Stars investieren und nur deutsche Soldaten zeigen? Mit dem Filmschnitt wird im Frühjahr 1930 begonnen. Ab jetzt wird im Westen nichts Neues für die nächsten Jahrzehnte nicht zu Ende geschnitten sein. Vor der amerikanischen Premiere werden erst einmal die härtesten Bilder einer Grabenkampfszene herausgeschnitten. Alles fiebert nun der Premiere entgegen. Am Abend des 21. April 1930 ist es soweit. Im Carthay Circle Cinema von Los Angeles bekommt das Publikum den Film zu sehen. Der Film soll 2 Stunden und 20 Minuten lang sein, soll $1.250.000 gekostet haben und soll vom Krieg handeln, ohne für ihn Reklame zu machen. Bei dieser Szene halten die Macher des Films den Atem an. Es ist die einzige Liebesszene und dazu noch scheu gefilmt. Wird das Premierenpublikum nicht enttäuscht sein? Die Deutschen werden diese Szene so nicht zu sehen bekommen. Sie wird verdammt, obwohl die Verbrüderung mit dem Feind nur zu hören ist. Suzanne. And I wouldn't even know you if I did. And yet, I remember you always. Toujours. Oh, if you could only know how different this is from the women that we soldiers meet. Oh, no, no, il faut tout oublier. Das amerikanische Publikum ist begeistert. Der Aufstieg des Films wird unaufhaltsam. Nach seinem Massenstart läuft er 23 Wochen lang allein in New York, mit täglich 5 Vorstellungen. Dann wird der Film vom Roxy übernommen.
Mit 6200 Sitzen das größte Kino der Welt, genannt die Kathedrale des Films. Im Westen nichts Neues bekommt 1930 den Oscar als bester Film des Jahres. Für den Produzenten Lemle, den Pionier von Hollywood, den Erfinder des Starsystems, den Spezialisten für Gruselfilme, bedeutet dieser Film die Krönung. Sein Konkurrent Louis B. Mayer überreicht dem 63-jährigen Sieger den Preis. Nach Ägypten, Brasilien, Hongkong, England, Frankreich zeigt den Film das Land, dem der Film seine Geschichte verdankt, Deutschland. Zur Berliner Premiere im Mozartsaal am 4. Dezember 1930 erscheint die geistige Elite. Sie können sich der wirklichkeitsnahen Darstellung nicht entziehen. Siehst du das? Was bedeutet das? Pass auf, gleich gibt's unter. Kritiker schreibt, erfüllt von dem Glauben an Tonfilm, an Filmkunst, verließ man das Theater am Neulendorfplatz. Doch NS-Gauleiter Goebbels hat Böses im Sinn. Er will einen Skandal. Als der Film im Westen, nichts Neues der Amerikaner, uraufgeführt wurde, war klar, dass Dr. Goebbels weitere Aufführungen verhindern würde. Er machte gar kein Geheimnis daraus. Und wir waren nicht überrascht, als wir den Tipp bekamen, dass am Nachmittag des 5. Dezember 1930 soweit sein würde. Und so machte ich mich mit zwei Kollegen auf den Weg, um dieses Ereignis zu erleben und natürlich auch in meiner Zeitung zu schildern. Der Saal war schlecht besucht. Die Leute ahnten, es lag ja in der Luft, dass etwas geschehen würde. Und es war auch am Nachmittag und es war so nur mäßig. Und der Film lief eine ganze Weile. Und ich muss gestehen, ich war tatsächlich gefesselt. Ich hätte ihn gern bis zum Ende gesehen. Aber plötzlich rief dann Dr. Goebbels mit seiner scharfen, metallischen Stimme, ist denn hier niemand, der noch Nationalgefühl hat? Nichts rührte sich. Und da rief er noch einmal, ist denn hier niemand, der Nationalgefühl hatte? Und da rief also ein unbedarfter junger Mann, bitte um Ruhe. Und auf den stürzte sich also das ganze Rollkommando. Der ging also gleich unter die Bänke und war ganz still. Es liefen ein paar weiße Mäuse, das es war. Es war aber ganz unnötig, die liefen also gleich weg. Die störten noch keinen, es waren auch keine Frauen da, die kreischten. Und dann wurden also auch noch dummerweise Stinkbomben geworfen, womit also die Leute selber, Dr. Goebbels und seinem Mann, zur Flucht getrieben wurde. Der Vorführer ließ den Film noch eine Weile bei aufgehelltem, so halbdunkel laufen. Und dann schrie also Goebbels noch einmal Schluss und ging also davor zur Leinewand. Und da schaltete der Vorführer aus, das Licht ging an und damit war es aus. Was mich nur amüsierte zum Schluss war, dass das gesamte Rollkommando der SA unten in der Kasse antrat und sein Eintrittsgeld wieder verlangte. Die Nazis haben, was sie wollen, den Skandal. Das war aber nur der Auftakt. Jeden Abend kommen 6000 von ihnen, um einen Dauerterror gegen den Film zu veranstalten. Passanten werden verprügelt. Dann werden Schubus eingesetzt. Das interessierte Publikum kann nur unter Polizeischutz zum Mozartsaal am Neulendorfplatz. Der U-Bahn-Verkehr wird lahmgelegt. Die NS-Parole lautet, Juda und Schupo verrecke. Und sie drohen, bald werden wir ein anderes Gas in der Hand haben. Im Völkischen Beobachter regen sie sich auf, dass nicht der Film, sondern das Demonstrieren verboten wird. Die Sozialdemokraten und ehemaligen Frontkämpfer setzen sich für den Film ein. Doch der Film wird abgesetzt und erneut der Filmoberprüfstelle vorgelegt.
Der Film, der schon die Zensur hinter sich hatte, wird nun hastig verurteilt. Dem Druck der Straße wird nachgegeben. Eine ungehemmte, pazifistische Tendenz wird dem Film bescheinigt. Und wenn eine derartige Darstellung auf die Menschen treffe, könne bei der heutigen seelischen Not nicht ausbleiben, dass Explosionen entstünden. Das Totschlagargument kommt vom Reichswehrministerium. Der Film setzt das Ansehen der Wehrmacht herab. Und darin liegt eine Schädigung des gesamten deutschen Ansehens im Ausland. Der Film wird am 11. Dezember 1930 verboten. Achtung! Weiter, Mann. Das Trommelfeuer nimmt zu. Zwei Unterstände haben Volltreffer gekriegt. Na, jedenfalls, wenn's dunkel wird, werden wir versuchen, Essen ranzubringen. Von dieser Szene glaubten Reichswehr und Goebbels, sie schädige das Ansehen der Deutschen bei allen Nationen. Völkischer Beobachter begrüßt das Filmverbot mit antisemitischer Häme gegenüber dem Produzenten Karl Lemle. Diesmal gehen Sozialdemokraten und ehemalige Frontkämpfer für den Film auf die Straße. Sie wehren sich gegen die Diffamierung des Films als Hetzfilm. Dann wird der Film auch wegen der Nazis in Wien verboten. Das andere Ausland jedoch sieht in der Zensur, nicht im Film, eine Schädigung des deutschen Ansehens. I believe it was about one of the first films that really showed the humanity of what we Ich glaube, es war einer der ersten Filme, der wirkliche Humanität auch bei dem zeigte, den man den Feind nannte. Es wurde gezeigt, wie die anderen Menschen auf der anderen Seite ähnliche Werte, Ideale und ähnliche Probleme hatten. Darüber hatten wir noch gar nicht nachgedacht. Gewöhnlich ist man insbesondere zu Kriegszeiten einer bestimmten Propaganda unterworfen und man denkt, der Feind ist eine furchterregende, andersartige Menschensorte als man selbst. Und dies zeigte der Film zum ersten Mal, meiner Meinung nach, die Darstellung vom Allgemeinmenschlichen. Auch Einstein, das prominenteste Mitglied der Liga für Menschenrechte, setzt sich für die öffentliche Vorführung des Films ein. Nur mit dem Produzenten Lemle kommt er nicht so richtig ins Gespräch. Vergessen Sie das vom Mikrofon? Ja, natürlich. Ich bin schon so viel gestanden. Ich bin schon so viel gestanden, dass es auf mich keinen großen Eindruck macht. Keinen großen Eindruck. In Deutschland kommt der Film vor die höchste Institution, den Reichstag. Spiegel fragte mich, ob ich interessiert wäre, einer Sitzung im Reichstag, bei der der Film besprochen wurde und diskutiert wurde, beizuwohnen. Ich sagte natürlich, sehr gerne. Und er nahm mich auch tatsächlich in den Reichstag und ich saß in einer Loge ganz vorn. Und das war also beinahe wie eine Art Theaterstück, nicht wahr? Da haben die verschiedenen Abgeordneten für und gegen die Freigabe des Films gesprochen. Und der Film wurde eventuell mit einigen Schnitten freigegeben. Der Reichstag gibt zwar im Sommer 1931 den Film frei, aber nur für geschlossene Vorstellungen. Schließlich einigt man sich auf eine internationale Einheitsfassung. Dafür muss man den Deutschen diese nicht genehme Szene opfern. Ich komme von draußen, ich weiß es doch. Aber sowas kann man doch nicht aussprechen, Paul! Sie tischen ja den Jungs noch die gleichen Märchen auf. Machen immer noch eiserne Männer. Immer noch junge Helden. Sie denken heute noch, es wäre wundervoll, fürs Vaterland zu sterben. Damals schenkten wir ihnen Glauben. Aber das erste Trommelfeuer hat uns belehrt. Denn einen schönen Tod habe ich an der Front noch niemals gesehen. Sterben tut niemand gern, ob an der Front oder zu Hause. Millionen fallen draußen auf beiden Seiten. Und was nutzt das alles? Aber Paul! Sie sagten mir doch, ich soll von der Front draußen erzählen. Er sagt euch, geht nur hinaus. Aber er stirbt sich wirklich nicht so leicht, wie Sie den Jungen dauernd einreden. Feigling! Und es ist leichter gesagt, als dabei sein zu müssen. Goebbels hat es 1933 zum NS-Propagandaminister gebracht. Eine seiner ersten Amtshandlungen ist, den Film zu verbieten und das Buch zu verbrennen.
Goebbels hatte schon 3 Jahre zuvor in sein Tagebuch geschrieben: Wir werden einst Deutschland ausräuchern, wie wir neulich das Kino ausgeräuchert haben. Fast jährlich hat der jüdische US-Bürger Lemle seinen schwäbischen Geburtsort Laupheim besucht. Er hat sogar daran gedacht gehabt, hier die europäische Uraufführung des Films zu veranstalten. Doch aus Vorsicht kommt er nicht mehr. Denn die Nationalsozialisten im Rassenwahn sehen in ihm nur noch den Produzent von Hetzfilmen aus der jüdisch-bolschewistischen Unterwelt. Beim österreichischen Bundeskanzler Dollfuß versucht Lemle noch 1934 seinen Lieblingsfilm wenigstens für Wien zu retten. Aber ein paar Wochen später wird Dollfuß von den Nationalsozialisten ermordet. Als ich 1936 zum ersten Mal nach Deutschland reiste, auf diesem großartigen Schiff der Bremen, da bestand die ganze Mannschaft natürlich aus Deutschen. Und als sie entdeckt hatten, dass ich in Im Westen nichts Neues mitgespielt hatte, da kamen einige auf mich zu und sagten, dass es ein furchtbarer Film sei und keiner ihn sehen sollte, weil alles falsch sei. Ich fand das schlimm. Diese Filmbilder von 1930 werden 1939 von der Wirklichkeit überholt. Was sie verloren haben, wollen die Deutschen jetzt gewinnen, mit dem zweiten, noch schlimmeren Weltkrieg. Mit noch dümmeren Ideologien und mit noch moderneren Techniken soll der Krieg geführt werden bis zum Endsieg. Die Schaulust am Krieg gerät für diese Zeit zur Perversion. Das internationale Publikum kann und will den Film nicht mehr sehen. 1950 soll der Film wieder in den USA gezeigt werden, während des Koreakrieges. In der Presse werden nur Fotos veröffentlicht, die Amerikaner als Helfer der Zivilbevölkerung zeigen. Auch der Film soll nicht die Kampfmoral der US-Militärs gefährden. Diesmal wird in das Ende des Films eingegriffen. Die ursprünglich tragische Schlussmusik ist umkomponiert. Die Soldaten swingen geradezu in den Himmel. Statt als Opfer werden sie als Komplizen eines Krieges gezeigt, der den Tod an der Front mit dem Himmel belohnt. Auch die Deutschen machen anfangs der 50er Jahre wieder Reklame für den Film. Vor allem, weil er verboten war. Die neu vertonte Fassung wird am 25. April 1952 im Berliner Kapitol uraufgeführt. Und wieder fehlen wichtige Filmbilder. Ein deutscher Soldat ersticht keinen Franzosen mehr, haben die französischen Alliierten zu verstehen gegeben. Die insgesamt 7 Minuten lange Kernszene muss raus. In Frankreich bleibt der Film bis 1963 verboten. I'll do all I can. I'll write to your parents. I'll write to... Gerade die Szene fehlt ab jetzt, die deutlich machen will, dass auch der im Krieg getötete Feind kein Niemand ist, sondern ein Mensch wie du und ich. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Der Vietnamkrieg bringt eine neue Flut von Kriegsbildern. Das amerikanische Fernsehen wartet ab, bis die Erinnerungen verblassen, um dann mit der Neuverfilmung zu beginnen. Im Westen nichts Neues, die Neuverfilmung von 1979. Diesmal in Eastman Color und zeitgemäßer Pyrotechnik. Ein anständiger Antikriegsfilm. Der Regisseur erinnert sich.
I didn't want to see bayonets going into bodies. Ich mag keine Bajonette sehen, wie sie in die Körper dringen und wie Blut rausspritzt. Oder Menschen, die im Gesicht verletzt werden und Blut fliegt über die Leinwand, wie es so oft im heutigen Film gemacht wird, um zu schockieren. Wir machten Aufnahmen von den Ratten in den Schützengräben. Aber mit einer Szene hatte ich Probleme beim Fernsehen. Es ist die Aufnahme, wo der französische Soldat an den Stacheldraht herankommt im Niemandsland. Er greift nach dem obersten Stacheldraht, um darüber zu steigen. Eine Explosion passiert, überdeckt kurz die Leinwand, und wenn der Rauch sich verzieht, ist der Mann verschwunden. Nur seine Hände klammern sich noch an den Draht. Es ist eines der schrecklichsten und stärksten Bilder vom Krieg. Wir haben es genauso gemacht. Aber das Fernsehen hat energisch abgelehnt. Sie sagten, ihrem Gefühl nach sei das das Einzige, das zu stark für die Zuschauer zu Hause sei. Ich argumentierte, kämpfte, ich plädierte, ich tat, was ich konnte. Ich habe das Stückchen Film bis zu einem Aufblitzen zusammengeschnitten. Sie sagten immer noch, das ist zu viel. Im Westen nichts Neues zeigt Vergangenheit. Aber auch, wie Zeitgenossen die Augen vor dem Film verwahren wollten. Nicht den Krieg, Filmbilder, die ihn zeigen, wollten sie verhindern. And everyone remembers that. They will always say to me, oh, but I remember the butterfly scene. Rückblickend sagen sie immer, oh, ich erinnere mich an die Schmetterlingsszene. Ich habe versucht, dahinter zu kommen, warum sie sich daran erinnern. Mir scheint das unterschwellig, im übertragenen Sinn, so wie sich der Schmetterling aus der Puppe entfaltet, die gerade noch eine Raupe war, so versucht der Mensch, seine Seele zu erreichen.